Ein herzliches Hallo! Hallöchen! Hier gegen BVB 09! Jibbel. Platz 3 gegen Platz 9! Im Signal Iduna Park! Bremen! Gereimt. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Findungsphase. Möchten wir lieber um den Abstieg spielen oder lieber doch um Europa League Platz? Kann man in der zweiten Liga spielen? Sollen wir das mal probieren? Wir werden dann wahrscheinlich das rausgeworfen. Ist einfacher, ne? Danach, mal wieder Meister zu werden. Ich glaube, wir werden rausgeworfen dann aus der Mannschaft. Ja? Vermute ich. Der Abstiegstrainer. Schön Balloy. Muss eigentlich ein gutes Gefühl sein, wenn man eine Mannschaft zum Abstieg gebracht hat. Zu spitz. Ich dachte, er macht selber oder lässt ihn da unten machen. Probieren wir das weiter. Spekuliert er auf 11 Meter, hast du es gesehen, ne? Ja. Oh, schade. Nochmal schön abgelegt. Hui, Ecke, oder? Ja. Sie. Hatte ich mir fast gedacht, die bleiben ja immer stehen da oben, ne? Was macht er denn? Warum bewegt er sich denn nicht? Das habe ich noch nie kapiert, warum die da oben stehen bleiben. Das verstehe ich auch nicht. Das haben sie auch noch nie verbessert, irgendwie. Ist er irgendwie faul? Will er da sich nicht bewegen, oder? Müssen wir ihn auswechseln? Ja. Oh, sehr gut. Yes. So, das ist zumindest mal die Führung und jetzt alles in die Abwehr. Sechs Mann. Na, zumindest haben wir jetzt ja eine andere Aufstellung, ne? 3-5-2 oder sowas. Kann das hinhauen? 3 hinten, 5 in der Mitte. Ein bisschen Glück gehabt da. Glaub, ist gut. 3. Ja, 3-5-2. Halten. Okay, schön. 0-1, das sind wichtige Punkte, auch gerade wenn wir gegen die Punkte holen, die vor uns liegen. Alles gut, alles gut. Noch. Oh, zwei Glanztaten. Aber Julius war auf jeden Fall besser. Das war wirklich Blitzreaktion. Es war Blitzeis. Ja, aber dafür ist der dann drin, ne? Da kannst du machen, was du willst. Die kriegen ihn irgendwie trotzdem rein. Da sind ja nicht genug Verteidiger hinten eigentlich, ne? Also alle auf der falschen Seite irgendwie. Läuft er von dem Mann weg? Warum läuft er weg von dem Mann? Den hätte er doch sehen müssen. Da. Also, da hinten sieht man vielleicht noch. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Da ist er, hat er sich noch direkt vor ihn gestellt. Und dann, in dem Moment, wo er hier spielt, haut er ab. Und steht alleine. Lalala. Naja. Tja. So viel zum schönen 1-0. Aber so steht es dann zumindest jetzt mal unentschieden und nicht wieder Rückstand. Ja. Que pasa? Nee. Nichts geht. Doch, gelbe Karten gehen immer. Aber gibt's nicht. Oben. Oh, genau zum Gegner. Ja, ich dachte schon.
Ja. Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Deswegen haben wir schon 4 Fouls auf unserer Karte. Er hat mich doch da umgeschubst. Irgendwie muss man sich doch auch wehren können, oder nicht? Mann, ey. Da war ein Dreh drin. Entschuldigung, aber irgendwie ist er reingekommen und... Ist schon nicht so leicht. Probier erstmal weiter. Julio. Buja. Und schön mit dem Kopf zurückgespielt. War ja klar Absicht. So. Frisst das. Man kann nur so mit irgendwelchen billigen Tricks gehen, die wahrscheinlich gewinnen, ne? Also. Er hat's wieder gerochen. Geht nicht, dass man da gewinnen kann, weil man überlegen ist, sondern weil der Computer irgendwie einen Blödsinn baut. Und dann kommt natürlich in der nächsten Phase. Der nächste Ultralord, dann machen sie bing, 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 bing. Ja, aber das ist es, ne? Hinten sind sie dumm, aber vorne, da sind sie überschlau. Schlaue Füchse. So, alles da hinten, alles da hinten. Jetzt bräuchte man so eine, jetzt müsste man hier Select und Taktik wechseln, das haben wir auch irgendwie total gar nicht mehr gemacht, ne? Ja, hat auch nicht separat. Wir haben es noch nicht richtig drauf gehabt. Und natürlich krieg ich ihn. Und dann krieg ich ihn wieder. Und jetzt bringt er ihn rein. Und dann krieg ich ihn auf den Kopf. Und. Eindeutig ein Foul. Das habe ich auch gesehen. Also, ich würde aber eher sagen. Der ist in der Mitte. Gar nichts sagen, ey. So eine Drecks. Alter Schwede. Ey, so ein Drecksverein, ey. Ich könnte den echt ankotzen. Ich hasse diesen Verein. Ich hasse jeden Verein, der gegen uns spielt. Ja, bitte, ey. Tu es. Kommt nicht eher zum Abschluss kommen. Die prügeln mich die ganze Zeit da aus. Was soll ich machen? Wenn du zurückschließt, dann wirst du ausgeschlossen hier aus dem Verein. Ey. Ah, schade. Jetzt mal einen oben draufsetzen. Das ist die richtige Taktik. Ja. Paul. Gut. Erste Halbzeit gleich um. Und überraschenderweise führen wir. Nehme ich nicht an. Wow. Verdammt, ey. Wir müssen dann ein drittes Tor draufsetzen. Ey. Tret ihn, tret ihn. Pfeif doch mal. 3 Minuten lässt er schon noch. Wie lange will der denn noch nachspielen lassen, ey? Solange bis Dortmund sein Tor. Genau das denke ich auch. Weg da, das Ding, ey. Mann! Warum müssen wir noch einen spielen? Das sind 3 Punkte jetzt schon. Ja, pass auf. Wir müssen da was. Wir müssen jetzt ein bisschen in die Defense mit einarbeiten, ne? Besser wäre es also. Ein 5. Ne, eine 4 jetzt hier draus zu machen. Oder Sogbia wenigstens hier mit hinzustellen.
Ich krieg's nicht gerade hin. Meinst du, das hilft? Vielleicht. Oder vielleicht auf Position wie ein Ich würde sagen, wir ja noch ein bisschen nach hinten. Also irgendwie, ja, so. Ansonsten können wir auch noch einen austauschen, zum Beispiel Borowski oder so gegen Mertesacker. Wir können ja gucken, wie es jetzt läuft und dann. Na, es kann schnell. Weiß ja. Ja, klar, aber. Oder wir spielen jetzt einfach hinten. In den Sandkasten. Oh, der ist gleich auf Agro-Kurs. Den verliere ich sofort im Ball. Die Bälle kommen schon ganz langsam. Merkst du das? Ich sehe keine Menschen. Ich sehe tote Menschen. Tja, jetzt haben sie den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Der Cheat wird aktiviert. Bing, bing, bing. Vernichtung. 3 Tore schießen. Oh, Bübel. 3, 2, 1. Tor wird eingeleitet. Ui, ui, ui. Tor wird aktiviert. Da. Ich bin dafür, dass wir, Grätschen nur noch rausholen, wenn die da so stehen. Kommt ja gar nicht ran. Ja. Damit machen wir es irgendwie nur noch schlimmer. Dann laufen die an einem vorbei, die ganzen Leute. Ja. Nichts dagegen machen. Unmöglich. Jetzt müssen wir nach vorne. Das ist ein Punkt. Nee, Mann, ey, das ist doch. Das ist einfach Mist. Du kannst nichts dagegen machen. Die spielen hier echt alles. Und. Egal wie viel. Fußball. Egal wie viele Tore du schießt. Egal wie viele Tore du schießt, die schaffen es immer. Mindestens. Du. Die schaffen es immer, mindestens genauso viele wieder reinzupflanzen. Oh, leck mich, ey. Warum? Jetzt verbauen wir unser Spiel wieder selbst. Das ist doch echt ein behinderter... Kann doch echt nicht sein, oder? Das ist nicht mal irgendwie... Die machen nur bing, 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 bing. Aktiviert. Vernichten den SV Werder Bremen. Ja, rote Karte für Baloy. Komm, gib ihm. Ja. Ich sehe nur noch die Toro-Flieger hier. Jo. Ich muss schon wieder abhandeln. Nein. Drück Grätsche. Ey, dann bremst er in dem Moment, wo es am unpassendsten ist. Das ist doch echt so ein Homo-Fürsten. Komm, wir sind auch dran. Ich hasse diese Gelben. Wir schaffen es noch. Wir sind so dreckig, ey. Ich möchte am liebsten gegen den Mund klatschen. Fritz das! Leise rieselt der Schnee. Ja! Nein! Ich konnte nicht loswerden, ey. Du hast ihm einmal den Ball und dann kleben sofort die gesamte Herde von diesen gelben Drecksviechern an dir. Ey, verpiss du! Ey, das ist echt...
So ein herrliches 2:2 gegen wie gegen Amsterdam. Mhm. Lass mich doch in Ruhe. Die wollen Händchen halten, ne? Jetzt Volley, Schuss, Tor. Boah. 10 Minuten haben wir noch um dieses Spiel. Warum da? Warum denn bitte nach da? Es ist doch. Dann kommen die Pässe echt wohin sie wollen. Ich kling doch nie nach da. Warum? Durch. So, der geht in die Mitte, Piszczek. Hey, den haben wir. Den auch. Nein. Nein. Borowski. Der ist ablegen müssen auf Otago oder so. Der hat vielleicht auch nicht getroffen, aber stand ganz frei. Ja. Ja, halt ihn fest, richtig. So, und jetzt kommt das 3:2. Nichts, da war nichts. Hast du was gesehen? Also ich nicht. Ey, das hab ich auch in 50 Jahren PR noch nie gesehen. So was, alter Schwede. Unglaublich. Unglaublich, ey. Und der das Tor, Beste? Der das steht Beste? Direkt davor. Ich hab nichts gesehen. War alles fair, sagt der Schiedsrichter. Unglaublich, wirklich. Oh Mann, ey. Achtung. Oh, nein! Wir haben noch ein paar Minuten. Oh. Jo. Aber Schiedsrichter, ne? Konnte eingeleitet. Vernichtung, Vernichtung. Ja, komm! Vernichtung. Nein! Oh, lol. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt. Hey, immer noch 9. Bayern München, 36 Punkte schon, ey. Oh, 16 Punkte Vorsprung. Ah, die sind Differenz plus 3, ne? Sehr gut. Was willst du machen, ne? Du hast keine Chance gehabt da. Wenn sie so spielen, da ist nicht mehr als ein Punkt drin, wirklich. Ja, dieses Unentschieden tut uns echt voll gut. Oh Mann. Wir sind so glücklich, dass wir auch mal einen Punkt haben. Hier, Torwart, ihr hast ein Bier, kannst auch mal was halten. Unglaublich, wirklich. Ja, ein schönes Unentschieden gegen den amtierenden deutschen Meister. So, Hannover 96, da weiß ich, wie es ausgeht. 9:6. Für die? 100:100. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Das ist echt das Beste, wo wir gesehen haben. Und zwar unentschieden in Folge. Also, ich finde. Das ist auf jeden Fall. Das ist wie mit Werder Bremen, ne? 4 Unentschieden in Folge. Ja, das ist also. Alles noch drin. Meisterschaft, wir locker. Wir passen uns an. Also, es wird eine Meisterschaft. Ich glaube, wir werden Meister dieses Jahr. Diesmal wirklich, ey. Diesmal wirklich, Trackmark. Ja, diesmal wieder von überzeugt. Wieder HSV, also, immer Meister. Wir steigern uns. Wir arbeiten uns Punkt für Punkt. nicht vor, nicht zurück. Also, ich glaube, wir wären am Ende 12. Ja, wir werden sehen. Also mal schauen, was es gegen Hannover bringt. Es kann nur noch besser werden. Also macht's gut, bis Hannover, bis Dänemark.